Hallo liebe Zuschauer, Zeit für einen neuen Rundschau-Espresso am Montagmorgen. Heute mit einem Gast bei uns in der Redaktion. Ich begrüße den René Stiller. Hallo. René ist heute hier, um bei uns zu recherchieren. Er recherchiert für das Energiemuseum. Einige werden sich sicherlich fragen, wo genau ist denn das Energiemuseum? Das findet man im Internet unter fcenergiemuseum.de. René, wonach genau suchst du eigentlich? Also die Adresse ist www.fcenergie-museum.de. Ganz wichtig, das Minus, ja. Noch gibt es kein eigenes Vereinsmuseum, aber wir haben ein Online-Museum gegründet und arbeiten daran. Ja, wonach suchen wir? Wir suchen nach Trikots aus DDR-Zeiten, wir suchen nach Autogrammkarten, wir suchen nach Eintrittskarten, wir suchen nach Zeitzeugen. Ja, wir suchen nach Ausstellungsgegenständen, sei es Porzellanteller, sei es alte Ehrennadeln, sei es alte Wimpel. Aber es muss schon in die 60er, 70er Jahre gehen. Am wichtigsten sind halt Trikots, weil man damit halt die Ausstellung halt lebhafter machen kann. Ja. Du machst das schon seit einigen Jahren recht aktiv. Hast mir auch schon erzählt, dass du da teilweise wie so ein Kriminalist vorgehen musst, um die Leute aus der Vergangenheit zu finden. Alte Trainer, alte Spieler. Du hast unter anderem auch den ersten Energietrainer ausfindig gemacht. War gar nicht so einfach. Der erste Energietrainer oder der erste SC Cottbus Trainer war Willi Schober. Der ist leider schon tot. Aber ich konnte seine Urenkelin ausfindig machen und die wiederum hatte halt seine alten Ausweise und so sind wir halt in den Besitz eines Fotos gekommen von ihm. Ja, aber schon wieder der zweite Trainer, der Helmut Beulich, der lebt noch in Suhl mit 88 Jahren. Wo einige dachten, der ist schon gestorben, aber du hast ihn dann lebendig angetroffen. Genau, genau, genau. Ja. Warum machst du das? Aus Überzeugung. Ja, man ist halt junger Fan, beschäftigt sich mit der Mannschaft, dann sammelt man halt auch ein bisschen und irgendwann hinterfragt man halt Sachen und merkt halt, naja, so viel gibt es dann doch nicht und so richtig stimmt auch nicht alles, was geschrieben wird. Und dann fängt man halt da selber an aufzuschreiben, führt Chroniken, setzt sich mit anderen zusammen, die Chroniken führen und so ist das halt entstanden über die Jahrzehnte. Ja. Gibt es so Sachen, wo du besonders stolz drauf bist, dass du das zusammengetragen hast, gefunden hast, ein spezielles Foto, ein spezielles Stück? Sehr stolz bin ich halt auf das Foto von unserem ersten Trainer sozusagen, weil das gab's bis dahin nicht. Und wir haben vor einem halben Jahr haben wir den ersten Energie-Cottbus-Wimpel gefunden, den gestickten Energie-Cottbus-Wimpel. Der hing bei einem alten Spieler in der Garage. Also wir wussten gar nicht, dass sowas existiert. Die Sekretärin konnte sich erinnern, dass der da hing an der Wand. Und ja, es ist aufgetaucht. Es sieht zwar aus wie dreimal durchgewaschen, aber wir haben ihn gefunden. Das aktuelle Energietrikot in der Jubiläumssaison ist so ein bisschen angelehnt an vergangene Zeiten, unter anderem das erste Emblem. Ja. Gefällt dir das? Sehr gut, ja. Wir haben ja im Museum noch das erste Energiewappen sozusagen, was ab 1966 benutzt wurde. Und das wurde auch dafür benutzt, ja. Dann schnell einen Schluck Espresso, du darfst auch einen Schluck trinken. Danke. Dann gleich noch aktuell zur Mannschaft, die jetzt in den Trikots auflaufen in dieser Jubiläumssaison. Ist ja eine ganz spezielle Saison. Gibt es da so Spieler, wo du denkst, dass die später auch einen ganz wichtigen Platz im Energiemuseum einnehmen könnten? Na, ich denke mal Uwe Mörl auf alle Fälle. Aber anhand der Spiele schon. Thorsten Matuschka sicherlich auch. Klar, aber von den Spielen her nicht. Aber halt, ja, von seiner Vergangenheit hat er auch schon in der Jugend gespielt. Und ich denke mal, wenn er sich am Riemen reißt, dann wird er schon mit ihm. Interessant ist übrigens auch noch, René hat vorhin schon ein bisschen bei uns in den alten Fotos gestöbert. Und da sind wir auf ein ganz spezielles Foto gestoßen. Hat auf den ersten Blick nicht ganz so viel mit Energie Cottbus zu tun. Fritz Walter hat draufgeschrieben, allen Lesern der Lausitzer Rundschau alles Gute, der Fußballweltmeister. Und du kannst mir erzählen, dass Fritz Walter doch sogar ein bisschen Lausitzer Vergangenheit hat. Ja, wir haben bis jetzt rausgefunden, auch über alte Vorwärtsspieler, dass er mal hier in Cottbus stationiert war oder halt in der Gegend hier mit der Fliegerstaffel. Inwieweit er da irgendwas gespielt hat oder sonst was, haben wir noch nicht rausgefunden, aber auf alle Fälle war er mal hier, in Cottbus und Umgebung. Also Fritz Walter, jetzt einer von uns. Ein Cottbusser. Danke René für den Espresso mit dir und Fritz Walter. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Wir suchen weiter in unseren Fotos, ob wir noch ein paar Schätze finden für dich. Und du bist natürlich auch auf jede Hilfe angewiesen und freust dich über jede Hilfe. Ja, der Aufruf natürlich auf dieser Seite nochmal. Jeder sollte sich melden, kann sich beim Verein melden oder halt über die Homepage fcenergie-museum.de. Da steht Impressum, steht alles drin. Ja, Hilfe ist immer gern gesehen. Oder wer hat zum Beispiel, wer kennt noch einen alten Spieler oder ist verwandt mit ihm, weiß Daten von ihm, hat halt wir suchen halt auch Porträtfotos. Wir haben halt ein Spielerarchiv angelegt und suchen auf diesem Wege, suchen wir von manchen Spielern auch Daten. Geburtsdatum, sei es das Todesdatum, sei es das Porträtfoto,
wo hat er gespielt und so weiter. Und ja, und hoffen auf diesem Wege auch irgendwann mal die Geschichte abzuschließen und einfach ein fundiertes Wissen auch zu lassen, unser Nachwelt zu hinterlassen. Unsere Aufgabe für heute ist übrigens noch, ein Bild zu finden von Adnan Fokić. Ja, der 94 bis 95 bei NEC Cottbus gespielt hat und ist einer der letzten Spieler, die uns fehlen, aus den 90ern. Also daran machen wir uns jetzt nochmal, gucken nochmal den Stapel durch und dann hoffen wir, dass wir erfolgreich sind. Machen wir so. Danke, René. Dann ja.